So, heute mal wieder was aus der Kochküche. Wir haben leckere Hähnchenschenkel gekauft, die haben wir jetzt schon gewürzt. Und wir kommen jetzt in den Omnia Grill. Den haben wir schon 4 Jahre und der wird ab und an mal benutzt, wenn solche leckeren Sachen gemacht werden. Und vor allen Dingen ist das, gerade wenn du so wie wir jetzt hier draußen an der frischen Luft sitzt, eine ganz, ganz tolle Angelegenheit und kannst schön, ohne dass du das Wohnmobil drinnen aufheizt, hier draußen grillen. Dazu haben wir auch noch diesen Doppelkocher Grill, der mit Gaskartuschen funktioniert. Diese gibt es im Handel zu kaufen, kosten je nachdem wo man sie kauft um die 1 Euro bis 2 Euro. Wir kaufen sie meistens im Internet und sind damit so im Preisbereich zwischen 90 Cent um die 90 Cent. Also hier drücke ich nach unten, hier drehe ich das Gas auf und schon ist die Sache am Laufen. Vorbereitung. Gemüse schälen und putzen mache ich gerne. Manuela schält schon Kartoffeln. Also ihr seht Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, Knoblauch, wenn meine Frau nicht vor der Kamera stehen würde, dann könnte man den Fortschritt auch mal zeigen. Also hier geht das schon langsam gut los, es brutzelt schon, ich habe es aber jetzt sehr klein gedreht. Ja, das ist so mit den Hilfskräften, die stehen immer im Weg. Ja. Das ist immer meine Frau, die ist immer meine. Ja, kennen wir. So, Paprika gehört unbedingt dazu. Tomaten macht meine Ella. Gurken kann sie auch noch holen, wenn sie Lust hat. So, sicherlich Zeit jetzt, dass wir das Hähnchen noch mal drehen. Aber erstmal brauche ich ein Schluck Bier. Ich bin für Handlangerarbeiten zuständig. Abwaschen, abtrocknen. Freiwillig. Ich bin nämlich der Besorgsbruder. Sieht doch schon ganz gut aus. Geht gut voran. Wir haben beschlossen, es ist gut. Sie sehen auch schon sehr saftig aus. Wir kommen ja zum Schluss noch mal oben drauf für 10 genau. Minuten. Das Ding müsste gleich hier rein. So, diesen Ring hier. Gibt es zwar zu kaufen, haben wir aber für 2 Euro. Jetzt zeig noch mal, aber ich wasche mal ab. Gut, so, jetzt kommt das Gemüse rein. Das ist das Beste. Na klar, das ist das Beste davon. Ich sage jetzt noch mal was zu dem Ring. Das ist ein einfacher Tortenring gewesen. Den haben wir uns zurechtgeschnibbelt. Hier und hier außen, so dass er da reinpasst.
oder haben braucht nur, hat 2 Euro gekostet und nicht 12 Euro, wie es jetzt im Handel gibt. Da brennen euch dann auch nicht die Brötchen an. Deswegen, das war der Grund, warum das wir das gemacht haben. Das war eigentlich der Grund und das mit den Hähnchen, das hat sich so ergeben. Kann ausmachen, ne? Oder? So, wie ich schon fast gedacht habe. Naja, machen wir noch ein bisschen Gemüsesalat da draußen. So. Oh, das sieht schon gut aus. Vor der Kartoffeln fühlen sich weich an. Ja. Nochmal aufzudecken. So, warte. Jetzt legen wir die Hähnchenfolchen nochmal oben drauf. Ungefähr 10 Minuten noch, so eine Stunde, dann haben wir das auch geschafft. So, der Moment kommt. Nee. So, die Hähnchenschenkel sind runter. Und hier das Gemüse putzelt noch fein. Aber das haben wir jetzt auch ausgemacht. Und so sieht's aus. Sag nochmal guten Appetit. Lecker, gell? Guten Appetit. Wir machen es jetzt.